Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Anthem. Wir haben ein paar Quests abgepickt und die machen wir jetzt. Welchen zuerst? Ein kleiner Gefallen. Dann haben wir noch den. Scar-Kontrolle. Ich hab Bock drauf. So, let's do this shit. So, da wir müssen jetzt noch irgendwas gucken. Nee, das wär's eigentlich. So, nach dieser Expedition werde ich eine weitere dann mit dem neuen Javelin machen, den ich beim Freeplay freigeschaltet habe. Und zwar der Interceptor. Ich habe ihn... Ah, ist laut. Oh, wir sehen die Sequenz mal vollständig. WTF, wie geil. Okay, die war cool. Aber der Interceptor, wie ich schon gerade gesagt habe, ich habe ihn ausprobiert und er ist echt cool. Du rennst rum wie ein Ninja, kannst richtig cool ausweichen und richtig cool fliegen. Also den werde ich auch mal ausprobieren dann. So, ich probiere jetzt mal auch was Neues aus, diese Folge, um zu gucken, dass man nicht mehr so meinen Controller hört, was echt annoying ist. Ich habe es selbst gehört. Es tut mir leid für die, die sich dieses Let's Play bisher angetan haben. Diesen Controller immer zu hören, das war ein echtes Schand. Aber hey, mal gucken, ob das diesmal anders ist, weil ich habe ihn jetzt unterm Tisch. Halte ich jetzt den Controller, damit er nicht direkt vom Mikrofon ist. Ich sehe zwar nicht die Controls, aber ich kann die mir so gut denken eigentlich, wo die überall sind. Ich kenne den schon. Damn you, Ladebalken. Damn you. Ich check mal, ob der Sound noch funktioniert. Nicht, dass mich dieses Gerät wieder komplett verarscht. Ja. Sound geht. Nicht rosa? Ne, der hat nur rotes Licht. Der Genji. So, Leute, ich habe auch ein paar Upgrades ausgetauscht teilweise bei meinem Robo. Robo-Boy. Ich habe keine Autokanone. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon geändert habe im Let's Play noch. Und ich habe meine Armkanone mit einer dickeren Belagerungskanone verbessert. So viel dazu. Der hat anscheinend überhitzen lassen, der Boy. Dann machen wir jetzt mal Scar-Kontrolle. Ich weiß nicht, wo sie sind, ich höre aber gerade schon was. Dann stehen wir hier auf unserem auf einem Reliktrum oder so. Wenn da jetzt irgendwelche sind, ich werde einfach dann reincrashen. Die verschwundenen Arkanisten müssten irgendwo hier sein. Booyah, boah. Dann habe ich diesen Zapper. Habe ich vermutlich auch schon letzte Folge gehabt. Neue Waffen. So, jetzt ist die Frage. Wo machen die meisten Leute Stress? Da macht jemand Stress. Aber dem geht's nicht mehr so gut. Oh shit, was geht denn da ab? Alter, ich flieg erstmal voll in Ausrüstung rein. So wie man das gewohnt ist. Was zur Hölle? Oh, big mistake. Wer war das? Der Koloss ist nämlich eine widerwärtige, zielsuchende Rakete. Komm, ich brauche Feinde. Leute. Okay, dann weiter zur Scar-Kontrolle. Eine Sentinel
Oh shit. Ich overheate langsam. Do not like that. So, aber mit dem Schild vorne dran bin ich eine richtig zielsuchende Rakete, weil man fliegt einfach in die Feinde rein und die sterben mit dem 300% Schaden plus. Das ist echt juicy. So, lala, Leute. Dass die so viel Schaden macht, Junge. Ich huste und puste und puste dir den Kopf runter, Junge. So, irgendwo noch ein Gegner. Home Missile. Boom. Hallo? Danke für gar nichts, Spiel. Oh nein, noch keine Wolfen, Junge. Weil die bisher so gefährlich waren. Ich kapiere es nicht. Entsperr den Shit. Ich müsste spielen. Aber er will spielen. Oder auch nicht. Wölfen sind überhaupt nicht gefährlich. This is bullshit. Gut, sie haben ein drittes Signum gefunden. Hard AF. Fuck Stittery. Unter uns. Alles erledigt. Ich werde ihre Signale aktivieren, wenn sie wieder hier sind. Zu einem Gestalterrelikt. Uiuiui. Warum macht in dieser Welt alles Stress? Wirklich alles macht Stress. So, lala. Homing Missile. Danke für den Support. Yep. Der hat auf jeden Fall Use gemacht. Aber ich stelle mich wirklich an wie Kacke. Der hat da Bomben hinterlassen oder so. Ja, wo sind die Sachen dazu? Wo sind denn hier Echos? Sieht so aus, als ob wir Fragmente brauchen, um dieses Relikt einzudämmen. Alter! Ich habe mein Schild gar nicht draußen. Ja, danke dafür, Samuel. So, kommt jetzt wieder Selbstmörder. Ja, mir ist scheißegal. Oh, Kacke. Ihr seid mir nicht egal. Mistviecher. Spinnige Mistviecher.
Also, während ich hier irgendwie gerade alle Relikte finde. Ist unter mir? Ah ja. Superhero Landing. Let's do that shit, boah. Ah, ich kann anscheinend nicht fliegen, wenn ich so einen Teil halte. Ein echt großer Ska. So, scheiße, sorry. Unterbrechung. Ja, ihr seid komische Selbstmörderspinne. Ich hab's gecheckt. Habe ich ihm gerade. Will you please let me alone? Was ist denn hier? Achso, ich habe eine Lampe, eine blaue. Aha. Hallo. Wie er sich umdreht. Jo, erstmal meine Waffe verschwenden. Was geht denn jetzt ab? Alter, nein, warum müsst ihr so eklig sein? Lebt hier noch irgendeiner von denen? Haben wir das Relikt eingedämmt? Bitte. Wo ist das? Nee, es fehlt noch eins. Einer hat es anscheinend schon. Alter, ihr seid so ekelhaft. Warum müsst ihr das sein? Es muss doch nicht wirklich sein, oder? Alter, eklige Motherfucker. Ist es da hinten ein Stück? Nein, oh, aua, nein. Wie sieht so sein Kopf da so hin? Was habe ich gerade gehört? Oh shit, hier geht ab. Uff. Aus dem Sprung voll mit der Belagerungskanne. Ach so, das produziert die ganze Zeit, Bitches. Okay. Wir brauchen noch ein Relikt. Relikt verfickt. Ups. Und wo ist das letzte? Hä? Ist es hier hinten? Oh, hier wurde der Läufer angegriffen. Ja. Das ist traurig. Oh, Fehler, Junge. Waren das jetzt alle Teile? Haben wir alle Teile dran? Anscheinend nicht. Okay. Ist gerade echt seltsam, irgendeiner hat, muss gerade einen Teil haben. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, du bist da. Brings hinter, Junge.
fuck that. Oh, Kacke. Wie habt ihr denn den da umgebracht? Oh Junge, er wird nasty. Daneben, als ob. Oh, nasty. Ernsthaft, können es nicht ein bisschen krassere Wellen sein, die hier spawnt? Das Gebiet ist frei von Ska. Und von dem Gestalterrelikt. No worry. Wow. Boden smashen. Hulk smash. So, Leute. Ich guck mal, wie lange wir schon haben. Und wenn nicht, dann machen wir jetzt noch eine Mission. Das aber mit dem Interceptor dann. Joa. Fuck that, let's go. Mit dem Interceptor. Oh, zwei Interceptor, ein Storm und ein Colossus. Der Storm sieht geil aus mit dem Schwarz und dem Grün. It's awesome. Ja, ein bisschen guten Stuff. Soldat. Wächterinsignen. Kolossus-Kombo-Verbesserung. Abschnürer. Okay. Schmiede. Dann zeige ich nämlich gleich auch noch den Interceptor. Der ist ganz schön decent, meine Ausrüstung für ihn ist nicht gut, aber joa, er ist decent. Ich habe auch schon alle Legion of Dawn Upgrades reingehauen, auf dem Aussehen her. Und ich habe das Licht der Legion reingemacht bei ihm, weil er hat ein Schild, das aufgeladen werden kann. Ja. Zielmarkierung. So, dann lass uns fort Tarsis gehen mit diesem Badass. Und dann gehen wir gleich in die nächste Mission. Mit noch zwei Ladezeiten, glaube ich. Joa. Ey, komm. Es braucht noch nicht so eine lange Ladezeit, um vom Dingens ins Fort zu gehen. Das kann ja nicht angehen, Alter. Man wenigstens was machen könnte, aber ja, cool. Dann gleich zur nächsten Mission. Und, oh, das ist ja noch quetschiger. Der ist immer noch quetschiger. Wir machen... Müssen wir das wegen Owen machen? So, nein, Agent. Vermutlich ist das Owens Mission. Ich habe... Sehen, das ist Höhlenzeug. Ja, okay, dann ehren wir ein paar gefallene Leute. Let's do this. Mal gucken, wie sich der Interceptor macht. Vor allem auch, weil ich bisher irgendwie den schwersten gespielt habe und jetzt mal den leichtesten. Also nicht vom Playstyle, sondern von der Javelin Art. Ich glaube, er ist sogar der schwerste zum Kontrollieren, wirklich. Hey, wir haben die erst zweimal gesehen jetzt, dieses Ding anlegen. Das sieht cool aus. Auch beim Interceptor nichts anderes, cool. Der blitzschnelle Interceptor ist der beweglichste Javelin. Der sieht aus wie ein Ninja. Lässt sich auch spielen wie ein Ninja. Ich kann es nur öfter sagen. Aber jetzt ehrlich rein. Komm, Ladezeit. Mach fertig. Mach hinne.
Batterie braucht ewig. Warum tust du das, Ladezeit? Es muss nicht sein. Da kriege ich eine Nachricht auf meinem Telefon rein. Als kommt schon Interceptor. Ladescreen. Mitten im Freien. Ich hätte den noch richtig lustig aufgepatcht. Wie ein. Ja. Der Boy sieht aus, wenn er fliegt. Das muss man einfach so sagen. War das gerade Gift überall? Au, au, ja, war's. Du hast's gehört, Arbeiter. Jetzt gehen wir mal zum Nahkampf über. Ist das andere das? Wer der bitte? Ist das das Lichtding? Vermutlich, es macht mir mehr Schaden. Soll ich mal die Schwerter rausnehmen? In der Nähe. Der nächste Ort wird blutig sein. Du musst die Links der gefallenen Freelancer einsammeln, damit du ihre Geschichten aufschreiben kannst. Ja. Ja, sehr kürzlich. Super Fighters, super, super Fighters. Look at this shit. Man rasiert durch. Man massakert einfach durch. Massaker. Yeah. Ui. Er kann sogar noch viel cooler kämpfen. Wenn man seine ganze Zeit ausweicht und so. Voll durchgeschnetzelt. Zerstöre. Und Skava. Okay. Okay. Ich hätte gedacht, nicht gedacht, dass sie so schlimm sind. Alter, ich werde jetzt wegschnetzeln. Mit der Ult. Wir haben Gesellschaft. Da sind sie. Gesetzlose Freiwillige. Bringen zurück, was sie gestohlen haben. Und zwar alles. Ich versuch's. Wo sind noch mehr? Hallo. Ausrüstung gefunden. Aua. Wir müssen den Rest holen. Ich hab hier einen Link.
Ich wusste es. Sie stehlen links. Aber warum? Ergibt keinen Sinn. Da kommen noch mehr, glaub mir. Konzentriere dich. Yeah. Voll drauf. Noch mehr links. Wir hatten es mit Sicherheit auf die abgesehen. Bring möglichst viele zurück. Wir müssen es jetzt. Wo ist denn der Typ, der hier oben Arschloch spielt? Okay. Da oben ist er. Oder nicht? Oder er rennt. Mein Spiel leckt gerade ein bisschen, ist aber nicht so schlimm. Erstmal stretchen. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir sehen so awesome aus. Sorgt dafür, dass keiner von denen je wieder hierher zurückkommt. Wo sind sie? Es sind vor so wenig Geschichten, weil die meisten in Freimark waren, am Koloss. Nach dem Herbst des Zorns haben wir in Fort Tarsis neu begonnen. Du hast also all diese Geschichten in Freimark verloren? Ja, wir haben viel von unserer Geschichte verloren. Oh shit. Krieg ich ein bisschen Hilfe, Leute? Hallo? Diese Stücke. Alter, ernsthaft? Danke, Alter. Ich glaube, sie sind erledigt. Gesetzlose, die von uns stehlen. Unsere Geschichte. Ich verstehe nicht warum. Aber hör zu, es gibt noch eine Stätte. Eine sehr wichtige. Schon unterwegs. Ja, das ist die Fähigkeit, es wieder nur aufzuladen. Aber ich bin zu blöd, damit Dauerfeuer zu machen. Ja, danke, Internet. Yes. Wenn ich renne und dann... Warum macht er das nicht? Dun 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 dun. Freedom! Okay, das soll es dann aber auch für diesen Part gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!